Ja, was wären die Frauen charmant, wenn man in ihre Arme fallen könnte, ohne in ihre Hände zu geraten. Ja, vor 35 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann habe ich sie lieben gelernt und nach der Hochzeit habe ich sie fürchten gelernt. Ersten Krach hatten wir schon auf der Hochzeit. Sie wollte mich nicht mit aufs Hochzeitsfoto lassen, bloß weil ich 5 cm kleiner bin als sie. Ich hatte Angst, die Leute hätten mich für ihren unehelichen Sohn gehalten. Ja, neulich hatte ich mal einen kleinen Unfall, da musste ich auch einen Fragebogen ausfüllen von der AOK. Da stand dann, sind Sie verheiratet oder verbüßen Sie eine andere schwere Strafe? Ja, und nun möge mir der heilige Konfuzius, der Schutzpatron der Büttenredner, beistehen. Ich werde euch jetzt mal mit ihr bekannt machen. Ich bete jeden Abend, lieber Gott, ich habe meine Frau sehr gern. Wenn du sie aber noch lieber hast, dein Wille geschehe. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal vor, ich hätte damals keine Trauzeugen gehabt. Wer würde mir heute noch glauben, dass ich mit dieser Nippfigur verheiratet bin? Diese kleine, impotente Erscheinung. Lang wie breit. Wie eine Zwiebel. Wenn man sich näher mit dem befasst, kommen einem die Tränen. Du siehst wieder aus wie ein alter Rokokotisch. Oben eine große Platte und unten krumme Beine. Ja, letzten Sommer waren wir noch mal auf Sylt. Und wie es der Zufall wollte, wir haben alles noch mal so angetroffen wie damals auf der Hochzeitsreise, wohl, Gertrud? Ja. Der gleiche Strand, dasselbe Hotel, das gleiche Zimmer, alles genau wie damals, wohl? Ja, nur mit dem kleinen Unterschied. Damals hast du mir nicht Zeit gelassen, meine Strümpfe auszuziehen. Und diesmal hätte ich welche stricken können. Jetzt hat sich doch mein Mann eine Trophäensammlung angeschafft. Eine ganze Wand voll Geweihen von Hirschen und Rehen. Aber warum hast du ausgerechnet mittendrin ein Bild von mir da hängen? Ja, das ist der größte Bock, den ich in meinem Leben geschossen habe. Hello!